war eine sehr leidenschaftliche Vorstellung Ihrer Mannschaft. Was sagen Sie zur Leistung Ihres Teams? Ja, absolut. Wir haben die Ordnung und Disziplin immer aufrechterhalten können, haben die Angriffe nach vorne dran, letztlich auch die Tore daraus resultiert und insgesamt Kompliment an meine Mannschaft und es war eine gute Leistung. Auch wenn wir zwei Tore erhalten haben und daran muss man sicher noch arbeiten. Herr Daum, warum hat der erste FC Köln heute verloren? Weil wir zu wenig Tore erzielt haben, zu wenig Druck nach vorne gemacht haben und zwei Tore zugelassen haben. Wir gucken uns die entscheidenden Szenen dieser Partie nochmal zusammen an. Zunächst die Führung für den ersten FC Köln. Ihre Mannschaft hat gut angefangen, kann man sagen, oder? Ja, wir haben versucht, die Arme früh zu stören und versucht, das Spiel nach vorne zu ziehen. In der Situation hervorragend von Nehmer geschickt. Herr Präsident, es gibt sehr gut den Ball entgegen. Das ist ein großer Machtwort, sehr guter Ansatz. Herr Dieter, was ist da falsch gelaufen? Ja, die Umschaltbewegung war Standard für uns. Die Umschaltbewegung hat nicht gestimmt. Der lange Abschlag, da waren wir eigentlich vorbereitet. Und ja, dann kann er sich durchsetzen, der Spieler. Und der Hennes zeigt hier seine Torgefährlichkeit. Und da gab es die Szene in der 36. Minute, über die wir ja, alle diskutiert haben. Die Elfmeterentscheidung zugunsten von Alemannia Aachen. Da brauchen Ihre Meinung interessiert Sie sehr. Warum? Jetzt mal bin ich nach der Aussage im DFB gesperrt worden, habe jede Menge Geld bezahlt. Kommentieren Sie selber doch mal, aber sehr. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Meiner Meinung nach war es da ein Schwächen von beiden Seiten. Und ehrlich gesagt, ich hätte eher einen direkten Freistoß gegeben für das hohe Bein von Mohamed. So habe ich es gesehen. Ja, Ihre Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, also ich würde da noch beurteilen, aber lassen wir mal Ihre Kommentierung so stehen. Wollte ich dazu sagen? Nein. Ja, bist du sehen? Ja, der Elfmeter wurde gegeben, war drin und Punkt, also ich denke, da kann ich Regelkunde machen. Der Elfmeter ist reingegangen, verpasst ist von Lorenzo Regel gehabt, haben wir auch schon gesehen. Das 2:1 dann in der zweiten Hälfte für alle Mamia Aachen durch Emanuel Contieris und das ist schon eine tolle